Meine Rabauken, herzlich willkommen zur weiteren Folge. In der heutigen Episode werden wir Custom-Command-Blöcke craften, die uns Superkräfte verleihen. Mit dabei ist aus Molenski. Moinski! Und wir können auch direkt schon den ersten machen, wenn ihr kräftig eine positive Bewertung abgibt an dieser Stelle. Wenn ihr das übrigens auch zocken möchtet, Link dazu in der Videobeschreibung, kostet aber Geld. Dreh dich nochmal um! Warte, Nilina! Wir sind Brüder. Ja. Lass dich frei. Hat der eine Danke. Kiste? Können wir den ausrauben? Nee. So, der hat nichts. Schade, sagst du aber, das ist dein Bruder. War ein Witz, war ein Witz. Du hast dein Bruder. Wir brauchen tatsächlich Fleisch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber wir benötigen Fleisch. Egal, tatsächlich. Roh. Wir brauchen nämlich sehr viel Redstone. Das sind wir craften halt Command-Blöcke, so natürlich brauchen wir viel Redstone. Für diesen ganzen Redstone-Kram gibt es ein Zusatzrezept, was uns das Ganze ein bisschen vereinfacht. Das heißt, wir können aus rohem Fleisch quasi das Blut extrahieren oder wie man es nennen will. Und das können wir Redstone machen. Ich habe übrigens 3 Rindfleisch roh und 9 Schweinefleisch. Ich habe 64 Redstone. Also aus Fleisch gekraftet. Wie kriechen das Fleisch? Einfach Fleisch, full 9x9, 3x3 meine ich. Ich muss dick rülpsen. 3x3 da rein und dann, einfach Craft in der Werkbank. Okay. Ist keine Wissenschaft. So, wir brauchen Blöcke, das heißt, wir machen die Redstone-Dinger wiederum zu Blöcken und brauchen jetzt so einen Special-Stamm. Wartet mal, den machen wir so. Ich mach mir mal Stein. Ich habe mir völlig abgewöhnt, Steintools zu machen. Aus 4 Stämmen kannst du ein so ein Holz craften und dieses Holz packst du dann in die Mitte, dann einmal herum Redstone und es kommt der Holz-Command-Block raus, Leute. Ey, wir haben, Grüße gehen raus an Brani, wir haben extra richtig geiles Aussehen den verpasst, weil in der Ursprungsversion sah nicht so scheiße aus. Guckt euch an, wie stylisch dieses Ding aussieht. Ho! Oh, ja, ich mache auch meinen. Nein, das ist sehr da ineinander, die noch, das ist eine kluge Idee. Kann ich das nochmal hier? Bau die mal ab, ich weiß nicht, ja, ich glaube schon. Geh dich nicht raus, baust doch ab. Oder geht's nicht? Es geht nicht. Achso, scheiße. Egal. Wir müssen aber jetzt den Command-Block natürlich auch aktivieren, ne? Wie es halt normalerweise auch so ist mit Redstone. Oder klassisch einen Hebel. Auf die Plätze. Fertig. Los. Alter. Warte, geht das jetzt nochmal? Oh mein Gott. Elina, es regnet Holz. Oh mein Gott, das ist richtig cool. Ich Butterfly. Okay, reicht. Okay, dann let's go. Ich baue mir jetzt ein Haus. Wie viele Items sind das? Lass mich gucken. Warte. 1000, Alter. Das sind über 1000. Krass, dass es gar nicht leckt eigentlich, ne? Ja, Mann. Okay, naja, gut. Ist aber, das ist vom Prinzip her. Hä? Guck mal, das hat die ganzen Bäume auch abrasiert hier zusätzlich irgendwie. Lol. Das war so eine Neben-Special-Fähigkeit einfach. Okay. Wir kommen zum zweiten. Da können wir das Holz auch direkt verbraten, Elina. Ich hab's jetzt schon. Du brauchst nämlich eine Holzspitzhacke. Holzspitzhacke in die Mitte, Redstone ringsherum. Da kommt der Pickaxe-Command-Block. Pickaxe-Command-Block. Die müssen aber, ich glaube, das ist ein Chunk-Abbau. Die ja, müssen das ist ein bisschen Chunk, weiter ja, auseinander. Habe ich selber programmiert, deswegen weiß ich das. Ach, chillig. Boah, der sieht aber auch nice aus, ey. Okay. Ich glaube, ich bin ready. Ich bin auch ready. Oh nein, ich hab's nicht direkt in der Mitte platziert. Egal. Ist, glaube ich, egal, oder? Auf die Plätze, fertig, los. Ah ja. Uiuiui, wegrennen, 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 wegrennen. Wegrennen, okay. Ich hab's geschafft, easy. Boah, bis zum Boden. Hast du Dias? Nee. Ich auch nicht. Ich brauche einen Wassereimer, der steht einfach noch, der Block Lul. Ich habe aber keinen Eisen. Ich kann in Wasser theoretisch landen, wenn ich eine Lappakrele bin. Können wir... Nee, das schaffe ich nicht. Nee, das reicht nicht. Bau eine Treppe. Oh, da unten sind Kisten, Elina. Kisten. Was? Bei dir sind Kisten? Ja, ich sehe Kisten am Boden. Anscheinend hat er den ganzen Loot aus dem Chunk in Kisten geballert. Ich brauche einen Wassereimer. I need a water, the water. Warte mal, da ist Eisen. Mann, das ist doch hier eine Mauernummer, Elina. Wissen? Warte, ich kill den Eisenkohlen, wo ist denn der? Ab nach unten! Boah, jetzt guck ich in die Kisten, Elina. Bist du auch unten? Ich bin schon längst unten. Ich habe mir eine Treppe gebaut. Ui! 2 Stacks Diamanten. Yeah. 1 Stack Lapis. Eisen, okay, Eisen. Mehr Diamanten. Noch mehr, noch mehr. Ist ein Kisten das gleiche? Nee, Emeralds gibt es hier auch. Redstone kann man ja auch gebrauchen. Nee, ist nicht in jeder Kiste das gleiche. Ja, stimmt. Redstone können wir mitnehmen. Da hast du recht.
Ich habe 3 Stacks Diamanten, aber ich mir fehlt so viele Dias, ey. Mir fehlt Eisen, aber halt schon gebraten. Hast du das gefunden? Nee, das habe ich nicht gefunden. Das ist auf jeden Fall nicht das, was er in diesem Chunk gefunden hat. Das sind ein bisschen viele Diamanten. Aber ich will mich nicht beklagen. Gold! Wir brauchen Gold. Gold in Kombination ist mit dem Oktobreter, Idina. Eine Diamanthacke, Mitte, Redstone-Blöcke, bumm. Und wir haben das. Den Hacken-Command-Block. Farms everywhere. Überall Farms. Okay, ich bin gespannt. Dann platziere ich die einfach mal hier. Ich wollte gerade wieder eine Spitzhacke craften, war dann voll verwirrt. So, hä, wir hatten den Block doch schon mal. Elina, Mensch, ey. Mensch. So, ich gehe ganz woanders hin. Ja, ich bin ready. Ey, Feder, es gibt auch den Feder, den können wir direkt auch machen. Ich habe 2, da kann ich die sogar mitmachen. Die kommen beide in die Mitte. Hier jeweils 2. Boom. Elytra Command Block. Wow. Okay, bist du ready? Ich brauche noch ein Dings. Hebel. Jawohl, habe ich. Auf die Plätze. Fertig. Los. Müll. Aber ich habe eine... Warte, ich habe bei mir auch. nee, ich habe eine Nebensache entdeckt. Das hat automatisch alle Farms in der Nähe gemaxt. Wenn natürlich bei dir jetzt gerade keine in der Nähe war. Also ich habe es auch durch Zufall gesehen im Augenwinkel, weil wir so eine war. Bei mir ist eine Farm gebaut worden. Ach, ja. Ah, das kannst du haben. Hey, die sind verschwunden gerade alle. Ich will mich nicht beschweren, aber... Ah ja, da! Hä? Ach, dann wurde die auch gebaut wahrscheinlich, die ich gesehen habe. Ja, okay, jetzt haben wir zumindest ein bisschen Kartoffeln, ey. Das müssen wir nicht beklagen. 1-1-1-1-1-1-1-1 in die Mitte Kartoffeln. Ich hätte gerne Kartoffeln. Boah, die sehen cool aus. Kann ich? Yeah. Okay, der gibt doch safe jetzt Essen, oder? Bumm, bumm. Stell mich woanders hin. Ja, ich beobachte. Ready, Bombetti. Auf die Plätze. Fertig. Los. Da wird pünktlich gebohrt. Ach. Da wird eine Riesenkartoffel gebaut. Ach, lol. Da waren aber Kisten drin. Ich habe das genau gesehen. Ja, bei mir ist sie auch. Lol. Ich bin drin. Das ist genau nach meinem Geschmack. Oh, ey, ich liebe Kartoffeln. Oh. Ofenkartoffeln mit Sour Cream. Was passiert, wenn ich die Kartoffel nochmal drücke? Ach, dann spawnst genau an derselben Stelle. Ich dachte, ich kann jetzt überall Kartoffeln spam. Was sind das eigentlich für Blöcke, Alter? So Holz, entrindetes Holz. Ne? Okay, ich habe hier direkt den nächsten für dich, den Elytra-Command-Block. Cool, danke schön. Machen wir den mal. Ich weiß nicht, was da passiert. Wir werden es so gleich wissen. Knopferino, bin ready. Auf die Plätze, fertig, los. Oh mein Gott, oh nein! Die brennen aber zum Glück ist Tag. Alter, was die gedroppt haben. Mein lieber Herr Gesangsverein, ey. Mein lieber Herr Rhein. Boah. Boah, die lägen aber Alter, richtig Alter, wie viel das ist. Ja, aber die müssten gleich alle sterben. 1 Million TNT, kein Problem, aber... Wie viel Phantoms? Sind das? 700 Phantoms. Tschüss, Elina, kein Bock mehr auf dich. Ja, ich verfolge dich hier. Ui. Wir brauchen jetzt einen Zombie. Also 2 Rotten Flesh brauchen wir jetzt. Okay, wer es als erstes findet... Und warte mal, wir können noch was machen. Wir brauchen Redstone, wir brauchen Fleisch. Oder, nee, warte, ich gehe einfach in diese Kisten. Gönn Rotten Flesh. Ich hab auch ein. Ehre, ich hab 2. Komm hier aber ein bisschen viele, ey. So. Wir müssen jetzt ich hab gegammelt, dass ich überlebe. So, wir müssten jetzt 4 machen, und zwar 2-mal Rotten Flesh. Boah, der sieht auch nice aus. Und, was war das andere, was ich machen wollte? Ach, Diamanten, genau. Bam, ich habe 2 Command-Blöcke für dich, Elina. Jawohl! Wo bist du? Hier. Alle. Hier einmal Diamond. Ups, das waren beide. Einmal Diamond, einmal Rod of Flash, Elina. Aua! Ich würde zuerst den Diamant machen, weil das andere heißt Mob-Command-Block. Die sie sind überall, also... Ja, okay, okay. Oh, Command-Block. Bum, bum. Oh, leck. Hat das jetzt den ganzen Chunk verwandelt oder nur die Oberfläche? Ich werde es nicht herausfinden. Ich habe keine Spitzhacke. Ich muss mal eine machen. Ich habe eine. Boah, es leckt übel, ey. Ja, jetzt geht's aber, jetzt geht's aber. Das hat die Werkbank zum Erz verwandelt. Ich habe keine Werkbank mehr. Ich habe auch kein Holz. Ach, doch hier. Das hat den ganzen Chunk komplett verwandelt.
Guck mal, wenn man sich hier runterbaut. Das auch so. Guck mal, never dig straight down. Haben wir alles, Leute. Axt, Spitzhack auch am Start. Perfekt. Hast du nicht überlegen, welche fehlen jetzt noch? Wir haben sehr viel. Ah ja, Rotten Flash wollten wir ja noch machen. Ne? Lass den direkt jetzt scheppern. Jawohl. Der Sporn. Der Sporn wahrscheinlich einfach sehr viele. Zombie. Wollen wir wirklich zwei spawnen? Jojo. Auf die Plätze. Jojo. Fertig. Jo. Boah. Oh. Flieg doch, Kollege. Meine Rüstung. Danke. Alter, hier sind auch Piglins. Die sind jetzt sauer, dass wir keine Goldschuhe anhaben. Die verwandeln sich eh gleich. Pilzkuh. Geht aber eigentlich. So viele sind es gar nicht. Ja, eigentlich schon. Also, bei den Samples dachte ich eher. Oh. Alter, Junge. Es ging, glaube ich, so. Ja, ich bin so ein Minecraft-Experte. So, und jetzt die Command-Blöcke da rum. Wir haben das den Explosive-Command-Block. ich würde sagen, wir machen vielleicht eine Redstone-Schnur. Ist jetzt von der Idee. Ja, das ist ein Plan. Hast du genügend Redstone-Arinio? Ja, ja. So, das sollte ausreichend Distanz sein, oder? So, ein Knopf. Bist du bereit? Ja. Hä? Hä? Jo! Ach so, lol, voll verarscht. Oh, nicht voll gebaitet. Ha, aber das hat jetzt noch Elina, richtig viel was, TNT. Hat da was gedroppt oder so? Ja, richtig viel TNT. Scheiße. Hat's nicht geklappt? Du wolltest mich verarschen, ja, aber ne? Das hat ja die Connect, killen. Das hat die Connection ja unterbrochen. Gebroken. Brauchen. Wir benötigen Netherite. Ben, also mich wundert es, dass du diesen Trick nicht... Achso, wir brauchen ja gar keine Festung. Welchen Trick dann? Boah, wir können uns doch mit TNT... Ja, du Scherzkeks, was mache ich denn gerade? Erzähl mal... Ups. Erzähl mal den Trick. Aber der Trick ist richtig billig. Also, es gibt zwei Variationen. Der eine ist cool, aber bringt eigentlich nicht so viel. Also... Und zwar, wie finde ich richtig schnell eine Festung? Aha. Also, Trick 1, du nimmst dir eine Sonnenblume mit. Und dann. Was kommt denn jetzt für ein Trick? Dann platzierst du sie im Nether. Dort, wo die Sonnenblume hinzeigt, da ist die Festung. Echt aber, jetzt? Ja. Aber es gibt auch einen einfachen Trick. Du guckst einfach in den Koordinaten. Also, der ist kompliziert. Das ist der komplizierte Trick. Achso, okay. Und jetzt kommt der einfache. Dort, wo. Wenn du F3 drückst, dort wo Westen ist, du gehst einfach nach Westen und dann ist die da. Bumm. Die ist immer im Westen. Ja. Kann da gar nicht hinhauen, oder? Klar. Doch, ist so. Im Westen ist die immer. Eine Bestien haben. Was denn? LOL! Ich hab noch nie mit einer Spitzhacke Netherite gefunden. Oh noch mein nie. Gott, ich hab's immer nur mit TNT, wenn ne. Warum denn für gecheatert? Ich hab's uncut im Video. Leute, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber Elina hatte wirklich recht. Also, die war zwar 1 Million Blöcke weg, aber die war am besten. Straight. Auf dem Punkt genau sogar. Vom Spawnpunkt aus. Oh Mann. Ja, aber echt ist, als ob das so einfach geht dann immer. Aber, also wahrscheinlich haut das zwar hin, aber das wird nicht immer die nächste sein, weißt du? Starke Elina, alles verloren. Ja, aber sie sind halt ziemlich safe im Westen, deshalb ist das relativ schnell. So, Leute, habe ich gerade all meine Sachen verloren. Chillig, chillig, chillig. Es ist eigentlich immer besser, Feuer zu traden. Weißt du warum? Dann kriegst du halt eine Feuerresistenz-Potion. Wir braiden das zu Platten. Bam. Platte in Mitte. Redstone-Blöcke ringsherum. Netherite-Command-Block. Boom. Wir nehmen das, Notlösung. Bumm. Yo. Yeah. Ich brauche einen Schmiedetisch. Der hat die Werkbank auch zu Dings gemacht. Das hat alles zu Netherite verwandelt. Alles. Krass. Mir fehlt ein Eisen. So. Alter, hat's dich gescheppert. Hab's gefunden. Juhu. Jo, jetzt fließt das Wasser hier runter. Alter, richtig schnell. Wow. Einfach gedrückt gehalten. Wir haben nicht mal einen Bogen, ey. Ey, ich hab die Idee. Ich hab einen Pfeil. Nee, ist egal. Wir können Dings craften.
Pickaxe-Dings. Alter. Du stellst im Weg. Mann, ich komm hier nicht hoch, Ben. Da. Okay, können wir doch nicht, wir haben nicht genug. Aber wir können den vielleicht mit einmal TNT wegfetzen, Elina, setzen. Oh, das ist nicht eine starke Idee. Aber es wird nicht, es klappt mal, also das klappt voll. Wir brauchen eigentlich, hast du Obsidian? Ja. Wie viel? Keins. Bin mal gespannt, ob es den wegfetzt. Wieso trifft das mich so random? Damit hat der Drache uns wohl besiegt, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, euer Benzer. Tschüss.